Hallo, ich bin Dr. Alexandre Amato, Gefäßchirurg am Amato-Institut. Und heute spreche ich über die Verbindung von zwei sehr häufigen Krankheiten, nämlich Krampfadern und Lipödem. Krampfadern treten bei Frauen auf. Etwa 45 bis 50% der Frauen werden im Laufe ihres Lebens Krampfadern haben. Das Lipödem, 11% der Frauen sind betroffen. Also Sie können sehen, dass beide Krankheiten sehr verbreitet, sehr häufig sind. Da ich über Lipödem spreche, dass eine Krankheit ist, die nur Frauen betrifft, ist die Häufigkeit von Krampfadern bei Männern in diesem Video nicht relevant. Aber bei Frauen haben 45% bis 50% Krampfadern und 11% der Frauen haben Lipödem. Dieses 11% das mulheres têm lipedema. Nun, wenn wir die Patientinnen mit Lipödem betrachten, etwa 39% von ihnen werden Krampfadern haben. Und wenn ich die Patientinnen mit Lipödem nehme, werden 52 bis 53% dieser Patientinnen die berüchtigten Besenreiser haben, diese sehr feinen Krampfadern, diese erweiterten Besenreiser, die Teleangiektasien. Also die Bevölkerung mit Lipödem hat eine viel höhere Häufigkeit von Krampfadern und Besenreisern. Deshalb ist die Diskussion über diese Verbindung sehr wichtig. Wir müssen über die Diagnose und die Behandlung sprechen und wie das gemacht werden muss. Warum? Weil die Beschwerden, die Anzeichen und Symptome des Lipödems und der Krampfadern sich überschneiden können, sowohl das Lipödem als auch die Krampfadern verursachen. Schwellungen, Schmerzen, schwere Gefühl, Müdigkeit, dieses Gefühl von Ödemen in den Beinen, manchmal eine Erschöpfung in den Beinen. All diese Beschwerden können also bei beiden Krankheiten auftreten. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir identifizieren, welches Symptom von welcher Krankheit kommt. Denn wenn wir die Krankheit behandeln, die schlummert, die keine Symptome verursacht, verschlimmern wir oft diese Symptome nach der Behandlung, aber nicht alles ist eine schlechte Nachricht. Eine erfreuliche Nachricht ist, dass einige Behandlungen von Krampfadern auch beim Lipödem positive Auswirkungen haben können. Häufig verfolgen wir ein bestimmtes Ziel, verfehlen es jedoch und behandeln stattdessen unbeabsichtigt eine andere Erkrankung. Es gibt eine gewisse Verbesserung, da die Elastokompression und das Tragen von Kompressionsstrümpfen bei Krampfadern auch beim Lipödem von Vorteil sind. Dies kann dazu beitragen, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen und das Gefühl der Schwellung zu reduzieren. Manchmal behandeln wir etwas und treffen etwas anderes, solange es dem Patienten zugutekommt, ist das großartig. Außerdem Fettleibigkeit vermeiden. Fettleibigkeit zu vermeiden ist sowohl für das Lipödem als auch für Krampfadern gut. Fettleibigkeit ist sehr häufig und tritt bei beiden Krankheiten auf. Fettleibigkeit verschlechtert den Verlauf sowohl des Lipödems als auch der Krampfadern. Die medikamentöse Behandlung der Krampfadern hat einige Medikamente, die eine leichte Verbesserung bewirken, aber auch beim Lipödem sehen Sie, manchmal hat der Patient beide Krankheiten, manchmal hat er eine symptomatische Krankheit und die andere schlummert ohne Symptome zu verursachen, aber solange wir die Behandlung richtig machen, manchmal, auch wenn die Diagnose falsch ist, aber die Behandlung richtig ist, wird es dem Patienten einen Nutzen bringen. Jetzt sprechen wir darüber, was zuerst behandelt wird. Ja, angenommen, ich habe eine genaue und gut gemachte Diagnose, sowohl für Krampfadern als auch für Lipödem. Was wird zuerst behandelt? Es gibt verschiedene Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Die chirurgische Behandlung der Krampfadern ist viel leichter, von einer Versicherung genehmigt zu bekommen. Es ist ein eher linearer Eingriff, sagen wir mal so. Wir wissen, dass der Eingriff beantragt wird, er wird durchgeführt und in kurzer Zeit ist der Patient schon wieder bei seinen Aktivitäten, wenn wir von einer Krampfaderoperation sprechen. Aber manchmal kommen die Beschwerden nicht von den Krampfadern, sondern vom Lipödem. Und das ist ein großes Problem, denn wenn wir die Krampfaderoperation bei einem Patienten mit Lipödem und in einer kritischen Entzündungsphase des Lipödems durchführen,
gibt es oft eine dramatische Verschlechterung dieser Symptome. Also, was sehen wir? Es gibt eine sehr interessante Studie in der Literatur, die zeigt, dass bei dieser Kombination, wenn die Krampfaderoperation in Anwesenheit des Unzillipödems durchgeführt wird, in mehr als der Hälfte der Fälle keine Verbesserung der Schwellung eintritt. Es gab einen Fehler bei der Bestimmung der Hauptursache der Schwellung dieser Patientin. Nun, in Bezug auf die varikogenen Symptome, selbst bei Vorhandensein des Lipödems, können etwa 20% der Patientinnen keine Verbesserung dieser Symptome erfahren. Also das Ideal ist, mindestens die klinische Behandlung des Lipödems durchzuführen, um aus dieser Entzündungsphase herauszukommen, und dann kann die Behandlung der Krampfadern mit sehr gutem Erfolg, mit einer sehr hohen Erfolgswahrscheinlichkeit durchgeführt werden. Nun, ein weiterer interessanter Aspekt. Das Lipödem muss immer klinisch behandelt werden. Keine Patientin mit Lipödem sollte den klinischen Behandlung vermeiden. Die klinische Behandlung ist essentiell, aber der Goldstandard ist die chirurgische Behandlung, nämlich die Liposuktion. Ein sehr interessanter Aspekt der Liposuktion ist, dass bei der Durchführung der Liposuktion die Krampfadern auch während des Eingriffs entfernt werden können. So behandelt man chirurgisch das Lipödem und es gibt eine signifikante Verbesserung der Krampfadern ebenfalls, aber es gibt eine größere Schwierigkeit bei der Genehmigung durch die Krankenkasse oder bei einer Zustimmung, dass dies mit Unterstützung der Krankenkasse durchgeführt wird. Daher ist es sehr wichtig, mit Ihrem Arzt zu besprechen, welche Krankheit zuerst behandelt werden soll, obwohl meiner Meinung nach das Lipödem immer zuerst zumindest klinisch behandelt werden muss. Das ist unbestreitbar. Es lohnt sich nicht, eine ästhetische Behandlung von Krampfadern, Sklerotherapie, Laser oder was auch immer zu machen, wenn das Lipödem nicht klinisch kontrolliert ist. Es wird Probleme mit Flecken geben, Schmerzen, Schwellungen und ein unangenehmeres Nachverfahren. Das große Problem ist, wenn eine Krankheit vorliegt und die andere nicht diagnostiziert wird. Deshalb muss man viel mit seinem Arzt sprechen. Man muss die Risiken und Vorteile jeder Behandlung verstehen. Und was ich immer allen sage, stellen Sie alle Fragen vor dem Eingriff. Lassen Sie keine Zweifel für später. Haben Sie Zweifel, wollen Sie eine zweite Meinung, holen Sie sich die zweite Meinung vor dem Eingriff. Denn wenn etwas schief geht, wollen Sie danach keine zweite Meinung. Dann wollen Sie ein Gutachten und das ist etwas anderes. Na, behandeln Sie alle beide Krankheiten. Sprechen Sie mit einem Facharzt für beide Krankheiten, das ist der Gefäßchirurg. Wenn Ihnen unsere Videos gefallen, klicken Sie hier unten, abonnieren Sie unseren Kanal. Klicken Sie auch auf die Glocke, denn YouTube sendet die Videos nicht an diejenigen, die nicht darauf klicken. Bis zum nächsten Mal.